Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Heute soll es mal darum gehen, dir ein paar Wege zu zeigen, wie du zu einer besseren Perspektive kommen kannst. Viel Spaß damit! Wir sind jetzt gerade vor dem Berliner Dom und ich habe jetzt mal die erste Perspektive gewählt, die einfachste, die man so bekommen kann, direkt auf Augenhöhe, das Gebäude direkt vor uns. Und das ist so, denke ich mal, der Shot, den jeder Tourist mal so macht, wenn er schnell mal eine Erinnerung festhalten möchte. Ich zeige dir jetzt einfach mal ganz kurz hier, wie das bei mir auf dem Foto aussieht. Dazu werde ich das Ganze jetzt einfach mal direkt durch meine Kamera aufnehmen und ich zeige dir mal, wie ich das jetzt hier aufgenommen habe. So sieht das Ganze jetzt durch meinen Sucher aus. Du musst natürlich beachten, dass im Videoformat oben und unten immer noch ein bisschen was abgeschnitten ist. Also ich habe oben auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz. Aber das ist jetzt so das typische Touristenfoto eigentlich. Und ich zeige dir jetzt mal in der nächsten Einstellung, wie wir das Ganze ein bisschen besser noch hinbekommen können. Ich bin jetzt einfach ein ganz kleines Stück weiter nach rechts gegangen und du siehst jetzt schon, wie sich die ganze Perspektive im Bild verändert hat. Denn immerhin haben wir jetzt einen viel dreidimensionaleren Look. Das ganze Gebäude wird dreidimensionaler dargestellt und außerdem sieht man im Hintergrund auch noch sehr schön den Berliner Fernsehturm. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal durch meine Kamera. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie du siehst, das Ganze ist wesentlich dreidimensionaler und wir haben mehr Tiefe im Bild. Ich bin jetzt nochmal komplett auf die andere Seite gegangen, nämlich nach links. Da ist das alte Museum. Da hat man die Möglichkeit, ein paar Treppenstufen nach oben zu gehen. Und außerdem stehen hier wunderschöne Skulpturen noch im Vordergrund. Und das ist auch der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Nutze Vordergrund und Hintergrund. Im Vordergrund haben wir jetzt hier diese wunderschöne Skulptur. Frag mich nicht, wie sie heißt, keine Ahnung. Aber im Hintergrund können wir dann den Berliner Dom noch begutachten und ganz hinten sogar noch den Fernsehturm. Also wir haben wirklich eine schöne Reichweite von vorne nach hinten. Und das ist auch ganz wichtig im Foto. Das macht das ganze Bild wesentlich spannender und außerdem dreidimensionaler. Wir sind jetzt einmal komplett auf die andere Seite von dem Gebäude gegangen und hier hat man gleich eine komplett andere Sicht. Erstens einmal, wir sehen das Gebäude natürlich von der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch die Sonne mit hier im Bild und wir stehen kurz vor dem Sonnenuntergang und das ist auch eine extrem coole Sache, das dann noch mit in das Bild mit einzubauen. Denn der Himmel wird dadurch farblich extrem viel anders und das sieht einfach viel besser aus vom Licht her auch. Und außerdem ist es noch ein zusätzliches Spannungselement im Bild. Ich zeige dir jetzt noch mal ganz kurz hier, wie das durch meine Kamera aussieht. Denk bitte wieder daran, dass wir oben und unten natürlich noch ein bisschen was von dem Bild abgeschnitten haben, weil das Ganze im Videoformat ist. Aber du siehst jetzt hier, dass wir den Berliner Dom diesmal eher als Hintergrundelement haben. Im Vordergrund haben wir diesen Laternenmast und auch die Brücke, die das Ganze so ein bisschen noch in eine andere Richtung lenken. Die Sonne geht erst in einer guten Stunde etwa unter, aber trotzdem sind wir jetzt schon am richtigen Spot angekommen. Das ist auch ganz wichtig, um das Ganze zu planen, um wirklich auch an der richtigen Stelle zu stehen und nicht in Zeitdruck zu geraten. Das waren von mir ein paar Tipps zum Thema bessere Komposition finden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Kommentier auch unten in den Kommentaren. Wenn dir weitere Tipps einfallen, dann können wir die gerne mit allen teilen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tutorial wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Bilder. Bis zum nächsten Mal. Nur das Beste für dich, dein Stefan. Ciao.